Wieder habe ich eine Strecke. Punkt A, Punkt B. Und jetzt habe ich einen Punkt C, der irgendwo hier außerhalb liegt. Jetzt möchte ich gerne eine Gerade senkrecht zu AB konstruieren, die genau durch diesen Punkt C führt. Ich nehme meinen Zirkel, stelle einen Radius ein, der die Strecke AB zweimal schneidet. Einmal, zweimal. Dann mache ich mit unverändertem Radius von hier und von diesem zweiten gefundenen Schnittpunkt eine Markierung. Bekomme hier einen neuen Schnittpunkt. Diesen Schnittpunkt verbinde ich mit C. Und habe hier eine Gerade, die senkrecht zu AB zum Punkt C führt.